Herzlich willkommen zu einem neuen Gameplay-Video, wie immer von deinem Browser-Game-Magazin. Diesmal zum Browser-Game Empire Universe 3. Den Link zum Spiel findet ihr unten in der Videobeschreibung oder jetzt auch im Video. Das Spiel ist natürlich kostenlos spielbar und wenn du Lust hast, dann schau doch einfach mal rein. Wie schon gesagt, es ist der dritte Teil, sprich es gab schon davor Empire Universe 1, was aber umbenannt wurde in Galaxy Conflict, soweit ich weiß, und einen Nachfolger unter dem Titel Empire Universe 2 und jetzt haben wir eben Universe 3, also Empire Universe 3. Ich würde einfach sagen, wir schauen uns das Spiel mal an. Wir sind hier momentan in der Sonnensystemansicht. Wir haben hier verschiedene Ansichten. Wir haben hier auch noch die Galaxie, dann die Gebäudeansicht, also unsere Planetenansicht und dann noch den Orbit. Also momentan sind wir hier im Sonnensystem. Ich klicke hier mal drauf. Und das ist momentan mein Sonnensystem, in dem ich mich befinde. Ich kann hier auch ein bisschen ranscrollen, dann seht ihr ein bisschen mehr. Denn in so einem Sonnensystem, ja, befinden sich verschiedene Sachen. Wir haben hier zum einen mal natürlich Planeten, die wir auch dann kolonisieren können. Also zum Beispiel dieser Zub 1, das ist mein Planet. Vielleicht noch zu der Namensgebung, wie komme ich jetzt auf Zub? Zub ist einer der neuen Rassen, die ihr bei der Anmeldung auswählen könnt. Dabei hat jede Rasse verschiedene Vor- und Nachteile, wobei es auch Rassen gibt, wie zum Beispiel die menschliche Rasse, die hat keine Stärken und Schwächen. Ansonsten gibt es noch so Rassen wie die Mosoraner, die Veganer, aber wirklich mit W, und die Cyborgs. Also da könnt ihr schon... Habt ihr schon eine relativ große Auswahl, wie ich finde, also 9 verschiedene Rassen mit jeweils unterschiedlichen Stärken und Schwächen. Allgemein ist das Spiel relativ umfangreich, deswegen werde ich euch jetzt wahrscheinlich auch nur einen kleinen Teil zeigen können, aber ich hoffe, ihr bekommt trotzdem einen guten Einblick. Hier haben wir zum Beispiel, ich gehe hier mal drauf, das ist eine Sonde von einem feindlichen Spieler, will ich jetzt nicht sagen, einfach von einem anderen menschlichen Spieler. Wir haben hier auch teilweise noch... Das hier übrigens, das Grüne, das ist... Das ist meine Sonde, diese Emeraldbor, die sechste. Ja, vielleicht kann ich hier auch noch ein bisschen näher ranzoomen. Also die ist gleich neben dem Planeten. Deswegen komme ich hier auch immer auf den Planet dran. Dann neben unseren eigenen Planeten und neben anderen Sonden gibt es hier auch diesen Reaper-Scanner. Das ist... ein NPC, ist ein Nichtspielercharakter, sprich der Computergegner. Und ja, da kann man eben auch mit interagieren dann später, wenn man denn mal eine größere Flotte hat. Momentan befinde ich mich also wirklich noch am Anfang des Spiels. Das seht ihr auch, wenn ich jetzt mal auf die Galaxie gehe. Das war ja eigentlich schon relativ groß, viele Planeten und so, aber man sieht... Das Helle ist praktisch das Erforschte und ja, da ist doch noch einiges an Platz und ja, die Weite des Weltalls eben. Auf jeden Fall, hier gibt es noch viel zu erforschen, da kann man dann eben auch zum Beispiel, könnte ich jetzt hier irgendwie meine Sonde hinsenden und schauen, was es da gibt. Ich kann aber auch mal auf den Orbit gehen, der Orbit zeigt jetzt hier praktisch meinen Planetennamen an. Und so ein bisschen, ja, so kleinere Informationen über die Temperatur, über die Wasserbedeckung, über die Gravitation, als so weiteres, auch über die Rohstoffeffizienz. Das kann ich gleich noch zeigen, denn es gibt einige Rohstoffe. Aber schauen wir uns hier noch die Raumflotte an. Also momentan habe ich gerade nur Sonden und eben freie Schiffe, gar keins. Hier seht ihr aber schon später... was es noch alles zum Freischalten gibt, das habe ich alles noch nicht gemacht. Dann gibt es hier noch Imperien, beziehungsweise Imperium. Das ist praktisch ja so wie ein Clan. Da kann man sich eben dann auch bewerben oder auch ein eigenes gründen. Dann haben wir noch Nachrichten und die Forschung. Aber ich würde erstmal sagen, wir gehen auf meinen Planeten. Da kann ich das euch nochmal ein bisschen näher zeigen. Also, wie gesagt schon, wir haben hier unsere Rohstoffe. Einmal haben wir hier diese Credits, das ist praktisch wie Geldmünzen. Die bekommen wir praktisch zum Beispiel, wenn ich hier... Also wir haben hier dann auch verschiedene, also zum Beispiel hier bin ich
eingekommen. Also im Regierungsgebäude sehen wir dann praktisch die Einnahmen, Steuereinnahmen am Tag. Dann gibt es natürlich hier noch ein bisschen Plus, aber teilweise auch Minus. Also zum Beispiel die Forschergehälter, die wollen natürlich auch ein bisschen. Und dann kann man hier auch die politische Ausrichtung, könnte man ändern, wenn man dann die entsprechende Stufe hat. Also man sieht schon, es geht schon sehr in die Tiefe des Spiels. Wo war ich stehen geblieben? Eigentlich bei den Rohstoffen noch. Also wir haben hier einmal unsere Credits, also praktisch so wie Gold oder Geld auf jeden Fall. Dann haben wir hier Titan, Kupfer, Eisen, Aluminium, Silizium, Uran, Stickstoff, Wasserstoff und dieses Okolium, das ist die Premium-Währung. Also die meisten Browser-Games beschränken sich ja auf so zwei, drei wichtige Rohstoffe, teilweise sogar noch weniger. Empire Universe 3 hat hier schon einiges zu bieten. Die Rohstoffe, da braucht man nicht, oder braucht man schon überall eine eigene Produktionsgebäude, aber letztendlich lässt sich das alles in einem Rohstoffwerk dann praktisch bauen. Also ich könnte jetzt hier, bekomme ich momentan 18 Titan pro Stunde. Und dieses Titan kann ich, wenn ich jetzt hier baue, das braucht jetzt ein bisschen, man sieht, es geht noch relativ schnell. Das kann ich dann jetzt erhöhen. Ich kann hier aber gleichzeitig nicht nochmal bauen. Also ich muss erstmal warten, bis dieses erste Produktionsgebäude und dieses erste Rohstoffwerk praktisch vollendet wurde. Und dann kann ich das nächste Gebäude bauen. Wie ihr seht, wir haben hier schon verschiedene Bauplätze, die aber noch freigeschalten werden müssen. Und das geht durch die Forschung. Hier habe ich zum Beispiel, na, Titanwerk fertiggestellt. Wir können jetzt auch nochmal schauen. Jetzt hat sich die Produktion um 7 erhöht pro Stunde. Im Übrigen kann man hier auch immer sehen, na, wollte ich gar nicht drauf. Hier kann man immer gerade sehen, wie viel wir produzieren und was wir praktisch brauchen für die Versorgung und ob es dann positiv oder eben eine negative Differenz gibt. Hier habe ich schon das freigeschaltet. Dann kann ich hier einfach draufklicken und bauen. Dieser Handelsposten ermöglicht dann, wie ihr hier bei den Informationen seht, dann den Handel, was auch sehr wichtig ist. Also man kann hier auch entscheiden, möchte man hier komplett kriegerisch vorgehen oder möchte man lieber friedlich vorgehen und handeln. Ich mache hier einfach mal bauen. Das dauert jetzt schon fast 5 Minuten, deswegen zeige ich euch noch die Forschung, die man praktisch braucht. Wir haben hier unser Forschungszentrum und hier können wir jetzt eben entscheiden, was möchten wir denn bauen und was bringt es uns überhaupt. Hier haben wir dann immer noch so eine kleine Geschichte, ein paar Informationen. Hier haben wir unseren Forscher, Pikefell. Pikefell heißt er, oder Pikefell, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht. Und genau hier sehen wir, was praktisch noch nicht verfügbar ist. Und hier sehen wir schon, was wir erforscht haben. Ich habe natürlich jetzt, weil ich noch ganz am Anfang bin, noch nicht so viel. Und hier können wir eben dann den Forscher einsetzen, wenn wir denn einen haben. Und hier steht es aber, derzeit können wir nur einen Forscher gleichzeitig beschäftigen. Und wenn wir das Forschungszentrum aber ausbauen, können wir mehrere einsetzen. Den haben wir jetzt eingesetzt. Gut, hat sich eigentlich nichts getan. Hier ist die Kommunikationszentrale, Regierungsgebäude. Und so haben wir eben die verschiedenen Gebäude. Hier könnte man zum Beispiel, weil eben jetzt gerade noch eins gebaut wird, könnte man das eben ausbauen und dann vielleicht später dann auch noch mehrere Forscher beschäftigen. Das hier ist übrigens mein Kommandant und wie ihr ja seht, hat er hier auch verschiedene ja, Attribute, also hier Handeln, Forschung, Kampf. Das ist eben, diese setzen sich, denke ich, auch dann von Anfang an, je nachdem welche Rasse man wählt, eben setzen die sich anders zusammen. Also dass jemand, der praktisch eine Stärke im Handeln hatte, der hat hier natürlich auch dann mehr Punkte im Handeln. Wie man hier sieht, ich habe mich für einen kämpferischen Kommandant entschieden, deswegen hat er hier auch dann schon mal mehr Punkte in Kampf. Ich kann das hier dann auch noch erhöhen. Hier zum Beispiel Forschung auch noch eins machen. Genau. Ich verteile es jetzt einfach mal so ein bisschen, wie ich denke. Wir sehen hier noch dann die weiteren. Also hier seht ihr übrigens die Rasse, die
Zub. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Das ist alles ein bisschen, ja, galaktische Namen einfach. Und hier sehen wir eben auch noch die Punkte, was dann eben auch noch, ich kann das jetzt hier noch speichern, was dann eben auch wieder wichtig ist. Für Ranglisten gibt es natürlich auch. Ich habe jetzt hier natürlich noch kein Ranking. Und genau, hier hatten wir dann eben eine Kampfübersicht, wenn ich dann einen Kampf hätte. Vielleicht zeige ich euch einfach nochmal, wie ich jetzt zum Beispiel, ja, einfach mal meine Sonde hier losschicke. Dafür klicke ich hier auf Starten. Und dann kann ich eben schauen, wohin möchte ich sie denn schicken. Ich könnte sie zum Beispiel jetzt einfach... ich könnte sie jetzt zum Beispiel hier... Also hier kann ich jetzt, in diesem Sternsystem habe ich jetzt eine schöne Übersicht, was es denn alles gibt. Gotika ist zum Beispiel ein Planet von Xenox, also von einem anderen Spieler. Hier sehen wir übrigens meinen Planeten und auch meine Sonde, die wo da hier rumirrt. Und hier haben wir auch ein Wurmloch. Ich kann hier das einfach mal hinschicken. Ob das überhaupt geht, weiß ich gar nicht. Sonde, na, wo war das Wurmloch? Genau hier. Schicken wir das doch einfach mal hin. Und dann klicken wir, also jetzt haben wir hier praktisch die Koordinaten. Und klicken Starten. Das geht relativ schnell. Ankunft in 16 Sekunden. Unser Gebäude wird immer noch gebaut. Genau. Wie kann ich dann auch nochmal in die Galaxieübersicht eingehen? Ich gehe nochmal auf das Sonnensystem. Zack. So, jetzt können wir nochmal zur Sondenübersicht wechseln. Jetzt können wir ihnen sagen, was sie machen soll. Wir können hier zum Beispiel sagen, sie soll mal scannen. Und hier sehen wir praktisch dann auch noch, dass es da eben noch andere Sonden gibt. Also die hat jetzt praktisch den Scan gemacht. Da sehen wir praktisch zwei NPCs sind da. Und ja, noch drei andere Sonden. Können wir schließen machen. Und da können wir praktisch auch hier irgendwelche Missionen können wir ihr vergeben. Das Ganze kann man dann als irgendwie Bookmark starten. Speichern. Und genau, hier kann ich auch wieder sagen, zurückkehren. Also man kann hier mit den Sonden schon einiges machen. Zieht das jetzt zurück, braucht sie jetzt 5 Stunden. Also das ist durch das Wurmloch wohl... Ja, wo ist er denn hin? Man sieht es hier, es ist praktisch fast ganz am Rand. Deswegen braucht die jetzt auch wieder einige Zeit, bis sie wieder zurückkommt. Genau, so lange könnte man dann natürlich hier erstmal weiter erforschen, damit man dann auch dann endlich mal ein bisschen mehr als nur Sonden bauen kann und so das All praktisch erforschen. Und dann, wenn man es auch ein bisschen kriegerisch möchte, kann man natürlich ja auch noch Flotten bauen und damit kämpfen. Wie gesagt, das war jetzt nur ein sehr kleiner Einblick. Ich hoffe, es hat euch dennoch gefallen. Falls ihr das Spiel schon ein bisschen länger spielt, sagt mir doch, wie es euch gefällt, was es euch besonders gefällt, was euch vielleicht nicht so gefällt. Ansonsten freue ich mich natürlich über sonstige Kommentare und natürlich über einen Daumen nach oben, wenn euch das Gameplay-Video gefallen hat. Und das war es erstmal von mir. Bis zum nächsten Mal.